Moin Leute, herzlich willkommen zu Danjas Tea Time. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Short Reaction. Wir schauen heute wieder YouTube Shorts und let's go. Also bei Emily und Lami kommen sehr viele Tanzvideos. Drei weitere Dinge, die nur ältere Geschwister dürfen. Ältere Geschwister dürfen immer das letzte Stück von dir wegessen. Schau mal, Finnel, das letzte Tortilla-Stück. Ist das letzte Stück? Ja. Oh, das ist aber Scheffel. Ältere Geschwister dürfen Aufgaben immer an dich weiter delegieren. Justus, bring mal den Müll raus. Bring mal den Müll raus. Aber warum ich? Ah, ja, ach, der Müll. Gerne, gerne. Und ältere Geschwister dürfen dich zwingen, mit ihnen zu spielen. Komm, Timmy, wir gehen raus, eine Runde Football spielen. Aber du bist immer so hart zu mir. Nein, wir machen ganz sanft. Außerdem habe ich die Ausrüstung besorgt. Na gut. Das macht wirklich Spaß heute. And his name is John C. Sehr geil gewesen, das hat mich abgeholt. Eieieiei. Hier wieder, meine Geschwister und ich waren voll nicht so. Wir, weiß ich nicht, waren sehr harmonisch untereinander. Ich habe nur einmal, habe ich aus Versehen, habe ich meinen kleinen Bruder so hochgehoben und also quasi so Flugzeug gemacht, also ihn quasi so mit meinen Händen und mit meinen Füßen so balanciert. Und dann hat er so übelst angefangen zu strampeln und dann ist er mir runtergerutscht und dann habe ich ihn aus Versehen mit meinem Nagel gekratzt. Das war sehr schlimm und ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen, auch wenn es nicht mit Absicht war. Aber ansonsten muss ich sagen, war mir nicht so, aber ich kenne das natürlich so, ja, aus Memes. Babu. Aber ok. Ich dachte, einer muss immer, Mann. Babu, glaube ich. Ja, es ist ja gut, Mann, aber irgendeiner von euch muss doch vorgehen. Oh. Sind auch beide gleich. Dagelassen. Mach einen Finger runter, dumm sein Edition. Und wenn du bis zum Ende dieses Videos mehr als 5 Finger unten hast, dann tut es mir leid, es dir jetzt sagen zu müssen, aber du bist ziemlich dumm. Mach einen Finger runter, wenn du dir einfach keine Namen merken kannst. Und egal wie lange du diese Person schon kennst, du stehst plötzlich vor ihr und dir fällt kein Name mehr ein. Mach einen Finger runter, wenn dir das auch dauernd passiert, dass du in den Raum gehst und irgendwas machen wolltest, dir dann aber einfach nicht mehr einfällt, was du genau machen wolltest. Mach einen Finger runter, wenn du mindestens einmal in der Woche deine Hausaufgaben vergessen hast und nicht gemacht hast, weil du keinen Bock hattest oder so, sondern einfach nur, weil du zu dumm warst und es nicht gecheckt hast, dass du was aufhast. Mach einen Finger runter, wenn es dir dauernd passiert, dass du den Geburtstag deiner Freunde vergisst und es dir dann richtig unangenehm ist. Mach einen Finger runter, wenn du in der Schule manchmal sitzt und irgendeinen Text liest und dann erst bemerkst, dass du nicht gecheckt hast, was da überhaupt steht. Mach einen Finger runter, wenn du dir nicht sicher bist, wie alt deine Eltern jetzt genau sind. Mach einen Finger runter, wenn du nicht sagen könntest, was du gestern zum Mittag gegessen hast. Und zuletzt, mach einen Finger runter, wenn du schon mal über deine eigenen Füße gestolpert bist, obwohl da nichts auf dem Weg ist. Mach einen Finger runter, dumm sein Edition, und wenn du bis zum Ende dieses... Also ich würde jetzt mal sagen, das sind alles sehr normale Sachen, ihr seid nicht dumm, wenn... Also selbst wenn, dann ist es nicht schlimm, dumm sein ist nichts Dramatisches. Aber... ich glaube, das sind alles voll normale... Das sind voll normale Sachen, das sind voll normale Sachen. Hoffe ich, weil ich hatte mehr als 5 Finger unten. Was ist das überhaupt für ein Song? Also ihr hört den wahrscheinlich gerade nicht, weil wir den ersetzt haben. Also Conga irgendwie? Ich bin verwirrt, Mann. Was ist das für ein Song? Wo ist der denn her? Hm.
Okay, das ist echt, also, ich kann ja mit diesem, mit der Sheriff-Waffe gar nichts anfangen. Wenn ich die Sheriff-Waffe habe, dann ist immer Untergang. Das ist noch so ein... Ich schwöre, manchmal gehen Sachen einfach hart an mir vorbei. Sogar Khan hat das gemacht? What? Ich schwöre, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich hab's voll vercheckt. Drei Rechte, die nur dein Vater hat. Dein Vater darf immer schlechte Witze machen. Hey, zieh, Cowboy. Oh nein. Warum nicht? Zieh, Cowboy. Weil du furzt, wenn ich ziehe. Das ist nicht mehr lustig, seit ich vier bin. Nein, ist was anderes. Zieh. Na gut. Ernsthaft. Dein Vater darf in Sekunden im Sessel einschlafen. Hey, Papa. Hi. Wie läuft das Spiel? 2-0 für Dortmund. Und wer hat die Bude gemacht? Papa? Papa! Was? Ich hab nur die Augen ausgeruht. Ist klar. Und dein Vater darf Verbote deiner Mutter aufheben. Kann nicht mehr spielen. Na, was geht, kleiner Maikäfer? Ach, ich hab PlayStation-Verbot. Das ist ja schade. Weil was? Weil ich hier diesen Controller gefunden habe. Aber Mama hat's verboten. Ja, aber ich bin dein Vater und ich hab das Mutterverbotsaufhebungsrecht. Das Mutterverbotsaufhebungsrecht, ja! Aber mach deinen Vater stolz. Ja. Ich kann mit so Vater-TikToks immer schwer relaten, weil, ja, meine Mama war die meiste Zeit alleinerziehend, deshalb kann ich immer schwer relaten damit, aber okay. Alexa, meine Community und ich, wir glauben... Oh mein Gott, ich liebe den Typ. Ich liebe alles, was er mit... Also, ich liebe es, wie er mit seiner Alexa umgeht. Okay, Leute, Alexa-Test schon dass wieder. Dass du verliebt bist in Siri. Du willst es also wirklich wissen? Ja. Ja, du hast uns doch das Rätsel aufgetragen, in wen du verliebt bist. Und meine Community hat mir auf Instagram geschrieben und wir sagen Siri. Soll ich das jetzt hier vor allen raushauen? Ja. Ja, wir können dir auch dabei helfen, dass das was wird. Wir machen das anders. Wie denn? Also bist du jetzt in Siri verliebt oder? Komm näher. Näher? Noch näher. So? Noch ein kleines bisschen näher. Möchtest du flüstern? Bist du in Siri verliebt? Ja. Alexa, meine... Oh, die Love Story. Das ist die Love Story des Jahres, wirklich. Es ist die Love Story des Jahres. Ich muss den mal abonnieren, ich finde den lustig. Moin Leute, in meinem Kaff wurde ein neuer Kindergartenspielplatz gebaut und da er förmlich nach mir schreit, werde ich den jetzt zusammen mit meinem Freund testen. Als erstes haben wir das Reck einem Belastungstest unterzogen, damit es auch wirklich alle Kindergartenkinder aushält. Man weiß ja heutzutage nie. Nee, Spaß. Bei jedem Umschwung kehrt man auch gleich den Boden mit, also 2 in 1, 10 von 10 für das Reck. Dann haben wir hier so eine Wippe entdeckt und die haben wir gleich zweckentfremdet und die so als Art Katapult benutzt. Und ich würde sagen, das hat doch ziemlich gut geklappt eigentlich. Zu gut für so ein Kindergartending. Natürlich gab es da auch eine Schaukel und ich habe nicht wie jeder andere getestet, wie gut man schaukeln kann, sondern wie gut man sich verbiegen kann. Naja, klar, weiter im Text, ich auch es gab immer. Natürlich auch eine Rutsche, nur die war irgendwie zu klein für mich. Deswegen bin ich dann direkt zur größeren Rutsche gewechselt und da konnte ich deutlich mehr machen. Ich habe sogar geschafft, die ganze Rutsche im Spagat durchzurutschen. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Summa summarum würde ich dem Spielplatz eine glatte 8 von 10 geben. Soll ich noch mehr Spielplätze bewerten? Wild, jetzt habe ich auch direkt wieder Bock auf den Spielplatz zu gehen. Er ist immer so unheimlich on point. Mann, er ist immer so on point. Leider mussten wir den Song hier wahrscheinlich wieder rausnehmen, aber ihr wisst wahrscheinlich, welcher Song da kommt. Also an dem Tanz habt ihr es wahrscheinlich gesehen. Ja. Ich backe meinem Freund eine Geburtstagstorte in Form seines Alters. Die erste Zahl wird hier schon kreiert. Dann brauchen wir einmal den Teig, ein paar Eier, ein bisschen Mehl und Zucker und Wasser. Ich habe die Eier vergessen zu trennen, aber es wird trotzdem schmecken. Dann habe ich das Ganze mal eingeölt. Das erste, also die erste Zahl wird eine 2. Der Teig wurde reingemacht und das kam dann in den Backofen und sah dann so aus. Ich musste das ein bisschen lösen, aber mit der 2 war ich sehr zufrieden. Dann habe ich die nächste Zahl
ja, kreiert. Und wisst ihr schon, welche Zahl es werden wird? Man kann es, glaube ich, schon eindeutig erkennen. Genau, es ist die 9. Ich habe die einmal hier umgedreht und er wird 29 Jahre alt. Dann habe ich oben auch schon mal ein bisschen den Teig entfernt, seine Lieblingsfrüchte drauf gemacht und eigenes Gelee hergestellt. Nehme euch heute auch mit in meiner Story. Ich backe meinem... Voll süß! Finde ich richtig cute. Sah auch jetzt gar nicht so schwer aus, aber ich bin mir sicher, wenn ich das versuchen würde, würde das wahrscheinlich zerbrechen und dann würde ich versuchen, Cake Pops zu machen mit dem ganzen Kuchen. Ah, fantastisch, ey. Paula Wolf ist einfach übermenschlich unterwegs, wirklich. Aha, nein, bitte nicht Puppen. Ich hab Angst vor Puppen. Der Grinch. Also sie ist, oh, sie ist so krass einfach. Sie ist so heftig. Wirklich, ich bin so beeindruckt von dieser Frau, was die mit Make-up macht. Ich bin sehr großer Fan von Paula Wolf. Richtig gut, ey. Richtig, richtig gut. Also, man muss ja auch irgendwie den Stil dann treffen, dass es so aussieht wie aus Demon Slayer. Ich finde das so krass, ich gucke mir so gerne solche Kunst-TikToks an. Ich habe gestern auch wieder so eins gesehen, wo jemand so auf einem iPad gemalt hat. Und es sieht immer so einfach aus. Und ich denke, boah, das würde ich bestimmt auch hinkriegen. Aber ich weiß, sobald ich das Ding in der Hand hätte und so anfangen würde, den Stift anzusetzen, wäre erstmal Untergang. Ich bin mir sehr sicher. Wo landen eigentlich die Fall Guys, nachdem sie von den Plattformen runtergefallen sind? Zu diesem Thema gibt es eine interessante Fantheorie. Die besagt, dass die Figuren, nachdem sie von den Plattformen runterfallen, in einem chinesischen Restaurant landen. Dort gibt es ein Buffet mit ganz viel leckerem Sushi. Dort können sie dann ihr Essen genießen und gleichzeitig die Show schauen, um zu sehen, wer gewinnt. Doch eines Tages kam ein gemeiner Papageiskin, der das ganze leckere Sushi aufgegessen hat. Und jetzt ist kein Essen mehr da. Das würde erklären, warum sich die Figuren seitdem mit aller Kraft versuchen, an den Plattformen festzuhalten. Natürlich haben sie keine Lust mehr, in ein Restaurant zu fallen, in dem es kein Essen mehr gibt. Außerdem würde das erklären, warum es so viele Fall Guys gibt, die sich als Sushi verkleiden. Mit diesem Kostüm versuchen sie sich an ihr früheres Lieblingsessen zu erinnern, das sie jetzt wegen dem gemeinen Papagei nicht mehr genießen können. Ich habe noch nie eine so random Theorie gehört. Ich habe noch nie eine so random Theorie gehört. Ich habe sehr viele Fragen und vor allem, ich bin verwirrt. Guten Morgen, meine Große. Bereit fürs Training? Liberty! Liberty wird immer aggressiver. Sie wird nächste Woche zur Lasagne verarbeitet. Vater, das kannst du nicht tun. Sie ist meine Beste. Freundin, wir wissen's. Sie will mir irgendetwas sagen, das spüre ich. Sie ist zu gefährlich geworden. Ich weiß, du würdest mir niemals wehtun. Liberty? Laura ist mit Liberty in den Wald geritten. Laura. Ich weiß jetzt, was mit Liberty los war. Sie hat einen Fohlen bekommen. Sie hat ihre Familie gesucht. Liberty ist ein Wildpferd. Wow. Können wir sie behalten? Kommt gar nicht in Frage. Bitte. Na schön. Danke, Vater. Ich möchte sie Gay Queen nennen. Oh, ich kann nie mehr. Ey. Es ist einfach zu geil. Wir pranken jetzt meine Mom. Sie hat gerade geklingelt. Okay. Okay, Mom, setz dich. Hi. Die ist leer. Die ist voll. Und die ist auch leer. Ja. Wo steht die volle? Hier. Sie ist leer. Klar.
Die ist voll. Aber die ist leer. Wo steht jetzt die volle? Schüttel. Mama. Die ist voll. Weißt du, wie es geht? Nee. Ist aber gut. Wir pranken jetzt meine Mom, sie hat gerade Das ist ein guter Prank. Das ist echt ein guter Prank. Muss ich auch mal machen. Ich habe versucht, diesen einen Charakter von Simpsons in ein Mädchen zu verwandeln. Und nein, damit möchte ich nicht sagen, dass sich alle Mädchen so klein müssen oder dass sich Jungs so nicht klein dürfen. Ich mache das alles nur zum Spaß. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie dieser Charakter heißt. Und ja, da hatte ich gerade Probleme mit dem Aufladen. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Auf jeden Fall habe ich ihm dann erstmal eine Augenoperation verpasst, weil das ging gar nicht mit seinen Augen. Ja, Entschuldigung, wo sind seine Augenlider? Warum haben die immer so aufgerissene Augen? Das ist richtig gruselig. Zudem habe ich noch richtig lange Wimpern dran gemalt, weil ich sie einfach schöner finde. Ich wünschte, ich hätte auch so lange. Habe ich nur leider nicht. Und ganz viel Lidschatten im Pink natürlich. Auf die Nase habe ich mit demselben Ton Blush drauf gemacht, habe dann versucht, das Ganze so zu verblenden, damit es einfach natürlicher und süßer aussieht. Und Highlighter durfte natürlich auch nicht fehlen. Zudem habe ich dann angefangen, seine Lippen zu übermalen, weil, Entschuldigung, der hatte noch nicht mal welche. Und das habe ich einfach im selben Pinkton gemacht, wie alles andere bei mir auch. Als nächstes kamen dann die Haare, die habe ich dann auch dran gemalt. Und dafür musste ich erstmal Kopfhaut von ihm entfernen. Und ich habe leider keine Zeit mehr, deswegen Part 2 folgt. Das Ergebnis könnt ihr aber schon auf Insta sehen. Aber voll gut geworden. Genau wegen solchen Sachen will ich dann auch immer so ein iPad haben, um dann da mich hinzusetzen und damit zu malen. Ich weiß nicht, hat jemand, also macht das jemand von euch damit? Und ist das geil, ist das einfacher als auf Papier? Weil eigentlich kann ich halt nicht zeichnen. Aber es sieht immer so fancy aus, wenn die das machen. Hilfe! Ich habe gerade mein gesamtes Geld ausgegeben, um all diese Knöpfe zu drücken. Und schaut euch an, was in dem Raum ist. Da sind Kisten und ganz, ganz viele Diamanten. Und ich will sie haben, aber ich habe nur einen Versuch und ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Welchen Knopf würdet ihr drücken? Ich habe nur einen verdammten Versuch. Und was wird in den Kisten sein? Oh Gott. Werden wir herausfinden, ob er da reinkommt? Wird sich's lohnen? Ich habe 100.000 Dollar bezahlt. Lasst ein Like und Abo dafür, mehr davon. Und schreibt mir in die Kommentare, welchen ihr drücken würdet. Links oder rechts, welche Seite nehmt ihr? Ich hoffe, den Knopf. Wisst ihr was? Nehmen wir den Knopf. Mein gesamtes Geld steht auf dem Spiel. Wisst ihr was? Oh mein Gott! Oh nein! Wir haben zu lange gebraucht! Wo sind denn jetzt die ganzen Diamanten hin? Oh Gott. Ja! Ach, die hat er jetzt alle. Ja. Ich bin aber rein! Okay, da ist nichts drin. Aber 1, 2, 3, 4 Kisten voller Diamanten! Ja! Hilfe! Ich habe... Ich bin verwirrt. Also in den Kommentaren von dem Video stand, dass der über der Tür immer die Tür öffnet. Ist das so? Ist das richtig? Oh, ich glaube, hier haben wir schon den ersten Part gesehen. Jetzt gucken wir uns noch den zweiten an. Alter, es ist einfach zu heftig. Es ist einfach zu heftig. Das sieht so krass aus. Es sieht so, so krass aus. Als ich heute Morgen wach geworden bin, war ich richtig gehypt, weil es in der Nacht geschneit hat. Und dann bin ich direkt zum Fenster gerannt und ja, tatsächlich, es hat geschneit. Mega gutes Sommerwetter. Und zu so einem heißen Sommertag gehört natürlich auch ein Sommeroutfit. Ich konnte nicht anders, als direkt raus aufs Trampolin zu rennen, um ein paar Tricks zu filmen. Aber allein der Rand war so heiß, dass ich mir fast die Füße verbrannt habe. Ich habe dann auch direkt mit Saldus losgelegt, aber irgendwie ist mir wegen der Hitze total schwer. Oh mein Gott, sieht das krass aus mit dem Schnee. Mir war so warm, dass eigentlich nur als Abkühlung unser Pool in Frage kam. Aber allein der Poolrand war so heiß, dass ich mir direkt ein Handtuch zum Drunterlegen geholt habe. Dann war es auch eigentlich wieder voll okay, aber die Sonne hat echt von oben runtergeknallt und deswegen musste ich mich einfach abkühlen und habe meine Beine in den Pool gehalten. Wie ihr seht, hat es auch richtig, richtig gut getan. Also mega gute Erfrischung, kann ich nur empfehlen. Aber ich hatte ein bisschen Angst, einen Sonnenbrand zu bekommen, deswegen bin ich dann doch lieber reingegangen. Als ich heute... Alter, ich hätte das wahrscheinlich nicht drehen können. Ich bin so jammerig, wenn es kalt ist. Wenn das so kalt ist und Schnee und so, ich bin so eine Jammertüte. Ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich wäre wahrscheinlich beim ersten Schritt nach draußen schon halb erfroren. Leute, das waren die Shorts für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ciao, ciao, ciao.